hätte gerne jemanden von Ihnen. Wir stellen Ihnen Damen oder Herren vor, die gerne bei Ihnen die Tätigkeiten aufnehmen. Wir Schiffweiler als Pflegeherzen machen alles im Vorfeld, kostenlos und unverbindlich. Folglich haben Sie die Sicherheit, sollte ich an irgendeinem Zeitpunkt vor Vertragsunterzeichnung Nein sagen wollen, bin ich an keinen Kosten gebunden. Das heißt aber nochmal, wir sind permanent an Ihrer Seite. Nachweis der Legalität führen wir durch das sogenannte A1-Formular. Schnelle Reaktion bei Problemfällen. Wenn wir das nicht gewährleisten würden, würde ich heute hier nicht stehen. Es ist eine Ehrung, diesen Vortrag halten zu dürfen. Wir im Pflegeherzen garantieren bei Problemfällen innerhalb von 2 Stunden sind Pflegeherzen-Mitarbeiter vor Ort und helfen Ihnen. Wenn Sie sagen, ich hätte gerne 2, 3 Familien gesprochen, wo wir schon mal tätig waren, sollten Sie das auch bekommen. Am besten noch aus Ihrer Nähe. Kostenlose Bedarfsanalyse und Angebote sind die Grundvoraussetzungen. Immer erreichbar. Die Agentur bringt Ihnen nichts, wenn sie nicht im Notfall erreichbar ist. Das ist einer der wichtigsten Kriterien. Und erreichbar bedeutet nicht der Anrufbeantworter, sondern jemand aus der Agentur, der Ihnen hilft und sagt, was zu tun ist. In den Beratungsgesprächen sollten Sie darauf achten, dass die Angebote, die Ihnen unterbreitet werden, tatsächlich nicht dubios erscheinen. Irgendwie 450-Euro Basis oder Bargeldzahlung, das sind so Anzeichen, wo Sie am besten das Gespräch beenden sollten. Für das richtige Unternehmen ist aber auch der Preis. Sollten Sie Angebote bekommen, die deutlich unter 2000 Euro sind, von Versorgung einer Person zu Hause, sollten Sie hellhörig werden und sollten sich alles am besten schriftlich geben lassen, dass sämtliche Rahmenbedingungen eingehalten sind. Sie müssen wissen, ob es ein Angestelltenverhältnis ist, ob es eine selbstständige Dame ist oder ob es ein Entsendemodell ist. Das, wie schon erwähnt, ist die Grundlage überhaupt einer Erstberatung. Wie läuft es in der Praxis ab? Sie wenden sich an die Agentur, Sie erläutern den Bedarf, Sie erhalten ein Angebot, dann geht man ins Eingemachte, man analysiert die Situation vor Ort, wie ist die Mobilität der Person, wie sind die Nachteinsätze, wie ist das Thema der Inkontinenz, wie ist das Krankheitsbild des Patienten, denn darauf wird ja erstmal gesucht, das ist ja ein wichtiges Kriterium. Man sollte aber auch Ihre Wünsche berücksichtigen. Man sollte berücksichtigen, wenn Sie sagen, meine Eltern legen großen Wert auf sehr gute Kommunikation, das heißt Deutschkenntnisse. Meine Eltern legen großen Wert darauf, dass die Betreuungskraft sich überall mit dem vorhandenen Fahrzeug hinfährt. Das sind alles Kriterien, die man in einem Erstberatungsgespräch erörtern sollte. Im Endeffekt läuft dann die Suche, die Agentur wird dann für Sie tätig, die Agentur sucht, die Agentur qualifiziert für Sie und stellt Ihnen dann das Personal vor. Sie haben dann die Wahl zu entscheiden, nein oder ja. Wenn die Betreuungskraft angereist ist, beginnt die echte Arbeit der Agentur, denn ab diesem Zeitpunkt wird es wirklich ernst und die Agentur betreut sie aktiv. Aber wenn die Rahmenbedingungen vor Ort nicht stimmen, die man ihnen vorher klar dargelegt hat, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Komplikationen kommen. Respektvoller und menschlicher Umgang von beiden Seiten. Natürlich muss die Betreuungskraft genauso respektvoll sein, wie aber auch der Senior oder die Ansprechpartner. Die haben natürlich Krankheitsbilder, wo das nicht so einfach ist mit dem respektvollen Umgang. Da sollten aber zumindest die Familienangehörigen als Ansprechpartner da sein und an der Stelle aktiv unterstützen. Pflegebedürftige müssen akzeptieren, dass jemand in den Haushalt kommt. In den meisten Fällen ist es so, dass eine Akzeptanz da ist. Jedem ist klar, niemand von uns, weder ich noch Sie, aber auch die Betreuungskraft, können 24 Stunden rund um die Uhr arbeiten. Die Betreuungskräfte haben bei Ihnen eine Vollzeiteinstellung, die stehen morgens auf, haben aber eine Mittagspause von 2 bis 3 Stunden am Tag mindestens, gehen dann irgendwann mal zu Bett und sollten in der Nacht durchgehend schlafen können. Jetzt ist es natürlich so, dass viele Krankheitsbilder das unmöglich machen, was wir respektieren und akzeptieren. Wir müssen nur die Betreuungskraft ordnungsgemäß vorher informieren, dass es so ist
Und man sollte ja natürlich dann am Tag oder am nächsten Werktag einen adäquaten Zeitausgleich zur Verfügung stellen. Denn ansonsten haben sie eine Betreuungskraft, auf die sie sich aufstützen, aber die so gerädert ist, dass sich die schlechte Laune und schlechte Dienstleistung auf den Patienten auswirkt. Das ist ein sehr wichtiges Kriterium. Folglich ist die Nachtruhe von 8 Stunden natürlich nicht jedes Mal gegeben, aber es gibt Mittel und Wege, wie man einen Ersatz dafür schafft, so dass die Harmonie dann doch vor Ort gewährleistet wird. Aber eine osteuropäische Kraft ist keine Vollkaskoversicherung. Die Versorgung im ambulanten Bereich, die kann nur so gut sein wie diese Akteure, die hier dargestellt sind. Das heißt auf der einen Seite natürlich die Betreuungskraft, klar, aber auch vielleicht stundenweise Betreuung, das heißt für die Pausen abzusichern, wenn sonst keiner da ist und die Senioren können nicht alleine bleiben, aber auch der ambulante Pflegedienst, die Familie etc. Ich sage es nochmal, nur gemeinsam ist man stark und nur gemeinsam schafft man es, den Angehörigen ein ordentliches und respektvolles Leben zu Hause zu ermöglichen. Denn in der Phase 5, Sie erinnern sich bitte an die Folie, ist eine stationäre Unterbringung unabdingbar. Und es ist niemandem geholfen, und jetzt spreche ich gerade aus Erfahrung von 6 Jahren und weit über 1500 Kunden, es ist niemandem geholfen, wenn alle 4 Wochen eine neue kommt, nur weil jede, die vorher abfährt, böse war. Die Realität ist, dass die Betreuungskräfte natürlich an ihre Grenzen stoßen, die Familie an ihre Grenzen stoßen und man muss den Absprung einfach schaffen. Aber dafür haben sie eine Agentur, die ihnen sagt, wie man es am besten gestaltet. Noch kurz zum Thema der Finanzierung der Betreuungskräfte. Sie haben auf der einen Seite, sollte ein Pflegegrad zur Verfügung stehen. Wenn dieser 6 Monate besteht, haben Sie das Thema der Verhinderungspflege. Verhinderungspflege ist eine Leistung Ihrer Pflegekasse. Der Grundbetrag beläuft sich auf 1.612 Euro. Sollte es so sein, dass keine Kurzzeitpflege in Anspruch genommen wird, steht Ihnen insgesamt ein Budget von 2.418 Euro zur Verfügung. Das heißt, die Grundpflege und die Hälfte der Kurzzeitpflege darf hier angenommen werden. Niederschwellige Dienstleistungen sind derzeit noch nicht für osteuropäische Betreuungskräfte zugelassen, ist aber ein Mittel für sie, wo sie zusätzliche Dienstleistungen einkaufen können. Deswegen hier auch dieser Hinweis. Ein ganz wichtiges Thema ist keine Pflegesachleistungen für die osteuropäischen Kräfte. Jeder, der mit Pflegegraden zu tun hat, der weiß, dass das Thema Pflegegeld und Pflegesachleistung 2 unterschiedliche Bausteine sind. Das heißt, es kommt hier nur das Pflegegeld in Anwendung oder die Kombinationsleistung. Verhinderungspflege hatten wir eben, Steuerminderungen. Es gibt die Möglichkeit natürlich, dass man steuermindernd arbeitet. Diese Dienstleistung, die wir zur Verfügung stellen, können als haushaltsnahe Dienstleistungen bei den Einkommensteuererklärungen geltend gemacht werden. Zuschüsse über SGB 12, Hilfe zur Pflege, sollte es Menschen geben, die diese Unterstützung benötigen, die sich diese Unterstützung aber nicht leisten können, können sich an uns wenden. Wir sind anerkannt bei den Sozialämtern. Pflegeherzen kann sie unterstützen bei den sämtlichen Dokumentationen, die dazu notwendig sind. Wir verfügen auch über die Legalitätsnachweise A1-Formulare. Das heißt, jedes Sozialamt im Saarland kennt uns ganz gut und wir können Sie dabei unterstützen. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man in diesen Sektor, der vom Sozialgesetzbuch reinkommt. Das ist natürlich eine Sache, die geprüft werden muss durch das zuständige Sozialamt. Ich sage an dieser Stelle vielen herzlichen Dank. Hier sind mal so ein paar Eindrücke von unseren Betreuungskräften, aber auch von unserer letzten Faschingsparty. Wir sind eine ganz
schöne und angenehme Truppe. Sie können uns jederzeit zwischen 8.30 Uhr und 17.30 Uhr erreichen. Unser Sitz ist im Schiffweiler. Jederzeit sind Sie herzlich willkommen, aber natürlich kommen wir auch gerne bei Ihnen vor Ort. Vielen herzlichen Dank. Sollten Fragen da sein, darf ich jetzt ein, zwei Fragen beantworten. Den Rest mache ich sehr gerne am Stand. Weitere Fragen? Da sehe ich ja Leute aus Zweibrücken. Ja, genau. Da müssen aber arisch krank sein, dass sie hierher kommen. Ja, ich muss mich informieren. Ach so.